Willkommen zu Overwatch. Wir gucken uns heute Widowmaker an. In der Verteidigung sowie in der Offensive ohne Probleme spielbar. Wir haben Widow's Kiss, eine Assault Rifle, die man wirklich als Assault Rifle nutzen kann. Oder wenn man die rechte Maustaste drückt, als Sniper Rifle. Dann haben die Venom Mine, die kann man überall positionieren. Wenn jemand drüber latscht, explodiert sie und hinterlässt Giftschaden. Und dann haben wir noch den Grappling Hook, wo wir uns sehr simpel von A nach B bewegen können. Sowie unsere Ultimate Infra Sight, wo wir wirklich für alle im Team für eine kurze Zeit alle Gegner aufdecken. Man könnte es einen Wallhack nennen, wenn man so möchte. So, fehlt uns irgendwas Spezielles? Wir haben keinen Tank Hero, zwei Leute sind noch nicht dabei. Das könnte also lustig werden. Und diejenigen, die das alte Video sich nochmal angucken, merken, dass es die gleiche Runde vom letzten Mal noch ist. Ich nehme nämlich einfach weiter auf. So, Sniper ist machbar hier. Aber da muss man genau überlegen, wie man das wirklich macht. Denn man kann ohne Probleme da hoch, ansonsten da ist Lucio auf dem Plakat. Und zwar gehen wir, denke ich, wirklich hier hoch und schießen unsere Mine dorthin, falls uns jemand von der Seite angreift. Dann haben wir die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Logischerweise da unten, hier können sie theoretisch auch kommen. Also, man kann es nicht einfach machen, wo man die Tat sich platzieren sollte. Vielleicht sollte dann doch eher hinter mir das platzieren. So, ja, besser. So, auch hier wieder. Normalerweise bin ich mit Sniper relativ gut, aber ihr dürft nicht vergessen, ich habe Fraps auch noch an. Das heißt also, so gewisse Sachen sind immer möglich, die nicht wie geplant sind. Oh boy. Achtung, Achtung. Mhm. So, ganz wichtig, man kann das Ding wirklich überall nutzen. Und Schaden sollte man grundsätzlich nicht unterschätzen. Ai. Es ist nur nicht immer selbstverständlich, dass man auch trifft. Gerade wenn halt dann alles dann doch leicht begrenzt ist. So, ich kann mich jetzt leider nicht um alle Ecken kümmern. Und es würde super helfen, wenn nicht auch noch jemand von oben kommen würde. War das unser Riptile? Das war unser Riptile, dammit. Kümmert sich jemand um die Sache, bitte? Okay, Problem, Problem. Ja. Also das wären die, denke ich, wieder relativ simpel gewinnen, auch mit Recon Vision. Vielleicht war die Recon Vision auch von zeitlich nicht perfekt. Ja. Und das ist auch wieder hier gleich den ersten Punkt, den man anmerken darf. Sniper logischerweise immer so ein bisschen squishy mit 200 HP. Nicht die beste. Und natürlich, man braucht dementsprechend die Rückendeckung. Denn, ja, hier wird dann jetzt relativ clever gespielt. Ohne Probleme das erreicht. Und ja, schön, dass ich den zwar getroffen habe. Ah, dafür ist jetzt ein Ticken zu schnell für mich. Oh boy. Achtung, da oben ist jemand. Ah. Natürlich hat die den genauso geworfen, wie ich rückwärts gelaufen bin. Ja, und jetzt haben wir hier schon wieder das Problem, dass ich euch nicht allzu viel zeigen davon darf. Weil wir vermutlich einen anderen für die Situation bräuchten. Sniper tut es jetzt hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir uns nicht fangen werden. Hey, sehr schön. Das ist zwar nett, aber hier ist dann wieder das Problem, die Kollegen haben Madame Tracer am Start und die macht dann wirklich mehr als genug Schaden. Und hier, das kleine Fenster ist nicht gut, nicht ausreichend, aber ich muss es fast nutzen, um so ein bisschen den Schutz zu haben. Beziehungsweise ich könnte mich auf das Dings hier stellen. Ja, okay. Okay, mal ganz kurz wieder anmachen.
Ja, sehr gut, weg damit. Es wäre jetzt halt nur super hilfreich, wenn sich jemand um den Rest kümmern würde. Dankeschön. Oh no. Ja. Es bringt hier nichts. Das bringt hier nichts. Wir haben theoretisch einen Tank, aber wir brauchen, denke ich, noch einen. Nee, nicht Road. Obwohl, Roadhog wäre vielleicht gar nicht mal uninteressant. Damit könnten wir Leute aus den Sachen rausziehen. Und so umnieten. So, Short Range Spread, Medium Range Spread. Weiß gar nicht, was in der Hinsicht besser wäre, wenn man sie gerade eh zu sich zieht. Wow. Ganz großes Kino. Und keiner passt auf. Keiner passt auf. Meine, mir ist auch spät aufgefallen, aber das hat keiner... Oh, Moment, da ist gerade einer umgekippt. Dementsprechend eine Kill-Anzeige. Wie andere, wie Counter-Strike zum Beispiel haben. Wäre super hilfreich. Aber, ne? Sehr gut. Das war zwar nicht ideal, aber es hat funktioniert. Oh. Sehr gut. No, come on. Okay. Warum? Warum? Hier, da ist überhaupt keine Map-Awareness am Start. Es gab da zum Beispiel gerade keinen Grund. Weg mit euch. Okay. Da ging es wirklich nur darum, die wegzudrücken. Ah, was du kannst, kann ich auch. Und das Schöne ist, ich kann mich einfach heilen. Oh oh, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke, Jungs. Ah, verdammt. Okay. Das hat nicht gereicht. Da muss man definitiv bei ihm auch lernen, wie weit man das tatsächlich schleudern kann. Ja. Ideal. Und das ist das Üble. Und das ist das Problem, was ich zum Beispiel beim Reaper hatte. Ich habe nicht Situationen, wo ich die Gegner von hinten angreifen kann. Ich war immer darauf angewiesen, irgendwie selbst was zu versuchen. Und das ist logischerweise nicht ausreichend. Ah, oh, natürlich haben beide Seiten den verfügbar. Ganz großes Kino. Naja, meine Waffe war alle. Ja, keine Ahnung, was man da machen soll. Wenn die Gegner einfach besser zusammenarbeiten, definitiv das umsetzen können, was sie umsetzen wollen. Ja, rausstellen und abwarten. Und du bist wichtiger in der Hinsicht. Das hat's ja jetzt ganz großartig gebracht, mein lieber Freund. Okay. Okay, einfach Achtung, selbst kein Grund, stehen zu bleiben. Ah, oh, da wurde der weggedrückt, genau in dem Augenblick. Ah, Manu. Achtung, Jungs. Das ist zu weit weg gewesen. Hey, einen Schaden gemacht, wuhu. Achtung, hinter uns. Das ging alles noch in Ordnung. Okay, heilen. Heilen, heilen, heilen. Jupp.
Und weg mit dir. Gar nicht großartig rumspielen. Ey, ich hatte das Schild, ich hatte einen Heiler an der Seite, ich bin trotzdem draufgegangen, wegen der Ultimate. Das ist das Üble. Ja, die Ultimate hat den Unterschied gemacht. Das ist das Übel, wenn man wirklich denkt, man ist in der Offensive oder im Vorteil, kann machen, was man denkt, endlich mal machen zu dürfen und dann, nope, doch nicht. Wo sind denn alle? Hallo? Ja, niemand ist da, um zu helfen. Wenn man überlegt, wäre ich nicht da gewesen, wäre das Ding einfach munter weiter auf den Punkt gegangen. Ja, wie zum Beispiel jetzt. Jungs. Ich kann verstehen, dass nicht jeder auf den Punkt rennen sollte, aber trotzdem. Ich meine, ich kann mich nur um einen kümmern. Beziehungsweise zwei, wenn die Ultimate am Start ist, aber Shotgun auf die Art und Weise funktioniert dann leider wieder auch nicht. Okay, Jungs. Wie gesagt, meines Erachtens wieder verloren, weil nicht alle mitgespielt haben. Und da leiden dann die Tanks meistens drunter. Das ist doof. Ja, der gewinnt wegen dem einen Ding. Traurig ist aber, dass nur ich den scheinbar mitbekommen habe. Alle anderen? Einfach draufgegangen. Ja, kannst du haben. Vor allem 87% on fire. Ich habe den so überhaupt nicht mitbekommen. Epic. That's more like it. Ja, Widowmaker logischerweise wieder nicht viel zeigen können und das ist das Problem. Widowmaker schafft es alleine meistens nicht. Braucht Leute, die sich doch wirklich vorne hinstellen, sich drum kümmern, aber die hatten halt wirklich sowas wie Reaper, wie Tracer und das reicht, um die nutzlos zu machen. Willkommen zu King's Row. Wir spielen Sniperino. Okay, vielen Dank. No. Spasm, du bist zweimal rausgegangen. Das macht die mit Absicht. Die Person. Ja, siehst du. Ich bleib jetzt einfach drin. Oh, vielen Dank. Keine Ahnung, was Besen macht. So, dann gucken wir mal, ob wir auf dieser Map die Ehre haben, mehr machen zu dürfen. Bonjour. Und zwar, wir wollen, ich denke, hier so hin. Logischerweise wäre hier hinten auch nicht unbedingt falsch. Und dementsprechend, ich will mich jetzt hier ganz bewusst am Anfang noch nicht zeigen. Das ist mir wichtig, aber wir werden hier hinten eine Widowmine hinschasen. Was ist nicht genau Widowmine? Nee, Vendomine. Widowmine klingt besser. Und... Genau, vielleicht für den Anfang werden wir hier vorne bleiben, einfach um zu gucken, ob dort oben ein Sniper ist. Und dann werden wir uns vermutlich da hinten hin bewegen, einfach aus Sicherheitsgründen. Okay. Oh, da ist niemand. Das Lustige ist, dadurch, dass da jetzt niemand ist, ist diese Position auch nicht sonderlich gut. Okay. Okay, mal da die Dings hinschießen. Oh, goddammit. Ja, ich kann mich gegen den Genji nicht wehren, das ist das Problem. Entsprechend hier schön weit zurückgehen.
aufpassen. Ich denke, hier kann man dann ruhig wieder mal hinsetzen. Bitte kümmere dich um den, danke. Was hast du den besiegt? Das wäre super. Das klang schon wieder nicht danach. Ah, Mann. Ja, und hier ist natürlich dann ein bisschen das Problem. Dadurch, dass ich halt dann doch Fraps am Laufen habe, wird mein Skill ein bisschen davon beeinträchtigt. Okay, ich könnte dann mal wirklich eine Heilung gebrauchen. Wunderbar. Und ich bewege mich dann ganz bewusst auch hier jetzt hin. Okay. Vielleicht nicht die beste Position, aber weil ich nicht viel sehe. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig. Denn Lucio zum Beispiel, wenn der die Geschwindigkeit hat, man ist gewohnt, in gewissen Art und Weise zu laufen. Man gewöhnt sich also an gewisse Sachen. No one can hide from my sight. Ja. Yep. Hat man zum Beispiel gesehen gehabt. Wer feststehen bleibt, das kriege ich nämlich auch noch hin. Das war jetzt dumm, denke ich. Aber nicht unmachbar. So, ich schieße jetzt hier ganz bewusst dort auch noch hin, obwohl er weggerannt ist, weil der vielleicht mit seinem Skill daran vorbeiziehen könnte. Und hier war er zum Beispiel auch nicht hundertprozentig clever, frühzeitig zu schießen. Aber manchmal geht es einfach nur darum, die Gegner so ein bisschen zu verängstigen oder allgemein halt Schaden reinzudrücken. Oh boy. Okay, mal da hinten eine hinschießen. Ideal sieht anders aus. Okay, dort hinten wieder hinballern. Denn da sind jetzt ganz viele oben auf dem Balkon, die könnten eventuell runterspringen. Und dann versuchen, ups. Das wollte ich natürlich nicht. Also der Enterhaken ist super cool. Das ist so eine Sache, die ich mir beim Sniper von Team Fortress 2 so ein bisschen vermisst habe. Und natürlich, dass man eine gute Alternativwaffe hat, falls man tatsächlich in den Nahkampf gehen muss. Man kann einfach ganz normal mit einem SMG schießen oder was auch immer. Auf jeden Fall mit einer Waffe, die schnell schießen kann. Dementsprechend, ich denke, nice, dass dieser Sniper besser ist als der Team Fortress 2 Sniper. Ah. Ja, ich warte natürlich hier nicht hundertprozentig geduldig darauf, dass die Olle immer um die Ecke guckt. Mhm, Achtung. So, und ich schieße jetzt einfach da in die Richtung. Muss aufpassen, dass der da hinten nicht irgendwie auftaucht. Come on, Jungs. Okay. Hier ganz bewusst eine hinlegen. Oh oh. Naja, und da war es natürlich leider das Problem. Ich bin in den Gegner reingelaufen, weil ich vor der Explosion wegrennen musste. Also Divas Ultimate, die habe ich bisher auch noch nicht ausprobiert. Oder allgemein Diva noch überhaupt nicht. Come on. Drum kümmern, drum kümmern, drum kümmern. Wir haben noch 36 Sekunden. Nice, dankeschön. Jetzt müssen wir uns nur zusammenreißen, dass die gerade eben nicht in diesen letzten paar Sekunden das Ding noch bekommen. Dementsprechend hier wieder hinschießen. Nicht hundertprozentig wertvoll. Hi! Ich habe kein Problem, dass du hier hochkommst. Muss ich ganz echt zugeben. Oh, goddammit! Ja. Da war jetzt wieder niemand. Und dann bin ich natürlich aufgeschmissen. Come on, kriegt ihr das hin? Oh, das war knapp. Oh, die ist trotzdem nach unten gesprungen. So, hier, aktivieren. Keinen das durchgehen lassen. Das kriegen wir hin. Come on, come on, come on. Genji gar nicht großartig lassen. Oh boy.
Aufpassen, aufpassen. Oh, Mann, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Das hätte man meines Erachtens verhindern können. Und wieder mal einer, der einfach an der Seite vorbeilaufen konnte. Ja, da ist natürlich dann super einfach. Wir hatten's. Wir hatten's, wir hatten's, wir hatten's. Aber wir haben uns weggeworfen. Dementsprechend bekommen die ihre nächste Chance. Das war ein Sniper, der den nominiert hat. Jupp. So, ich nutze die Dinger jetzt natürlich relativ freizügig. Um so ein bisschen versuchen, wieder ranzukommen. Nope. Sag mal. Es ist ich bleib dabei. Das Spiel braucht eine Anzeige, wenn jemand draufgegangen ist. Gerade bei 6 gegen 6 kann nicht sein, dass einfach einer macht, was er möchte. Und keiner es merkt. Und ich hoffe, das kommt mit dem nächsten großen Patch, was sie angekündigt haben. Wo sie ja schon mal gesagt haben, dass sie definitiv... Oh Mann, die pushen jetzt einfach, als gäbe es keinen Morgen. Weil alle wieder draufgegangen sind. Ja, und ich muss zugucken. Come on. Nope. Nicht mit mir. Vor allem, da ist jetzt noch ein Genji und ein Reaper. Also ich habe ab und zu das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, wie man mit denen umgehen muss, um die zu besiegen. Was kein Vorwurf ist, aber es ist eine Sache. Denn wir sehen so häufig, dass... Es erinnert mich so ein bisschen an Team Fortress 2 mit dem Spy, wo die Leute nicht wissen, wie man mit dem Spy umgehen muss. Dass sie nicht realisieren, dass die Leute den Deathringer einsetzen, um sofort beim ersten Schuss drauf zu gehen und dann halt unsichtbar an den Gegnern vorbeilaufen zu können. Ups. Okay, gar nicht erst aufregen lassen davon. Hier geht's darum, das Ding zu bewachen. Come on. Come on. Sehr gut. Come on, come on, come on. Yes. Verdient gewonnen. Wir haben einen guten Start hingelegt, hatten ein bisschen Pech. Ah, dann ging's. Hi. Was auch immer das schwarze Ding ist. Play of the game. Sevalrus. Schön gemacht. Und dann hat er den auch noch nominiert. Yay, Recon Assists. Ich wüsste gar nicht, wie man es gibt. Danke, dann gebe ich es mir auch natürlich. Wir müssen als Team zusammenarbeiten, dementsprechend geben wir alles mir, genau. So funktioniert das. Wie gesagt, jeder hat es in gewissem Maßen verdient. Der mit den Direct Rocket Hits, der mit den Eliminations, der mit den Assists, der die Damage getankt hat, so rum. Ja, bester war ich nicht, aber wie gesagt, ist auch nicht wichtig, ist weiterhin ein Teamspiel. Man muss halt nur realisieren bei einem Teamspiel, wann man dem Team hilft und wann wiederum nicht. Okay, Angriff. Wir gehen wieder als Madame Widowmaker. Haben jetzt die Möglichkeit, von da oben zu schießen. Und ich denke, das ist gar nicht mal so falsch. Die Frage ist halt nur, ob die Gegner ebenfalls einen Widowmaker an Start legen. Zwei Genji, noch ein Tracer, alles so Flanking Heroes. No, danke. Weil klar, wir können auch ein paar Reapers dazu tun, damit es überhaupt nicht funktioniert.
Denn wenn jeder flankt, gibt es keine Flanken mehr, die man flanken kann. Und das klang merkwürdig, aber nicht jeder kann flankieren. Es muss Leute geben, die frontal angreifen. Okay, dann haben wir schon mal einen Tank. Gut. Jetzt bräuchten wir noch Atomicus mit einem Supporter. Cherche la femme. Bonjour. Okay. Hoffen wir, dass die eine Person dann noch mitspielt. Und auch was auswählt, das uns hilft. Und nicht nur einfach dasteht und nichts macht. Größte Problem in dem Spiel. Wenn man 6 gegen 6 spielt und einer nicht mitmacht. Ist ein größerer Unterschied, als wenn man sagt, man spielt, weiß es ich, 16 gegen 16. Wenn da mal einer nicht mitmacht, das merkt man dann meistens nicht. Ich weiß, es ist eine doofe Beschwerde in der Hinsicht, aber es stimmt leider. Wenn einer nicht mitspielt, sei es, weil er keinen Charakter auswählt, weil er rumtrollt, weil er nicht gut genug ist. Dementsprechend, ich kann verstehen, warum Leute sich beim MOBAs aufregen. Aber... geh ich hoch? Ich denke, ich kann hochgehen. Hellboy. Das war viel zu knapp. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade nicht wirklich aushelfen kann. Natürlich. Das ist immer das Üble. Man selber... Also ihr muss ein Stück vom Ohr fehlen, anders kann ich das nicht sonst entschuldigen. Wow. Wir waren da noch am entlang fliegen. Okay, lass mich mal unten rausgehen. Ja, I love AFK people, definitiv. Thank you. AFK hilft uns gerade so überhaupt nicht weiter. Vor allem, ich dachte, ich treffe sie. Aber es ist nicht der Fall. Ich treffe natürlich nichts. So, überhaupt nichts. Sehr schön, immerhin den Affen weggerotzt. Den Samurai weggerotzt. Den Schweizer weggerotzt. Ah, zu langsam dafür, aber das ging in Ordnung. Gut. So, ich lege das hier hin. Werde mich aber hier um die Stelle kümmern. Ja, genau, kümmere dich um mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Da hat der Affe wirklich einen Tunnelblick bekommen und sagt, oh, muss Sniper töten. Oh, Sniper töten. Nope. Nicht dieses Mal. Oh, what? Nicht cool. Sehr schön. So, dann helfe ich mal da oben kurz aus. Sehr gut. Ich hoffe einfach mal, dass ich... Wow. Nope. Nope. Das war... Sehr gut. Sehr gut. Ah, jetzt kann ich jetzt leider hier nicht so sonderlich gut helfen. Das Problem ist, ich muss hier hoch. Meine Güte. Phoenix ist eigentlich nicht gut, sondern sie hat eine gute Campstelle. Weiß, wo die Gegner meistens sind, ja.
Und hat Schutz. Das ist das Wichtige. Das ist eine der ganz wichtigen Sachen. Wenn man Leute hat, die einen beschützen, sind die meisten Sachen kein Problem. Dann kriege ich auch ohne Probleme super gute Streak hin. Und das ist keine Lüge. Okay. Ich meine, klar, du kannst dich um Sachen kümmern wie mich. Jemand, der nicht am Push teilnimmt. Wenn das bedeutet, dass du auch nicht am Push teilnimmst, dann habe ich gewonnen. Das ist das Lustige. Hier ist nicht ein Sniper-Duell, was zum Beispiel viele Leute bei Team Fortress 2 immer machen. Oh, ich kämpfe gegen einen anderen Sniper, jetzt geht's um Ehre. Nope, hier geht's nicht ein Zentimeter um Ehre. Dann geht's darum, das Spiel zu gewinnen, indem man angreift oder verteidigt. Und wenn das die eine oder andere Seite nicht mitmacht, dann wird's eng. Sehr gut. Wow, da hat sich jemand verabschiedet. Come on, Mädels. Nope. Come on. Wow, ich habe mich bewegt. Ich habe mich ganz bewusst mehr bewegt gehabt, damit die halt gerade eben nicht das machen können. Ich habe mich bei... Also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe gesehen, dass ich getroffen worden bin, als ich mich nicht bewegt habe. Ich habe mich bewegt. Sehr gut. Wow. Ja. Nicht mit mir. Okay, einfach nur aufpassen. Goodbye. Sehr gut. Come on, pushen. Pushed. Yes. Wie gesagt, ich hatte kurzzeitig überlegt gehabt, den Sniper zu verlassen. Aber der Sniper hat hier einen wichtigen Unterschied gemacht, meines Erachtens. Und wir hatten eine ziemlich squishy Mannschaft. Denn der Sniper hat sich um die gekümmert, die ebenfalls Sniper gespielt haben. Also wirklich Hanzo oder halt die andere Widowmaker. Die haben immer noch mehr Ausschau halten müssen. Und das ist ein Unterschied. Ob sie jetzt nach mir suchen, der eventuell sie ebenfalls sucht. Oder ob sie halt nach den Mitspielern suchen, die pushen. Wunderbar. Ist mir eigentlich Wurst. Damage Reflected 1000 ist gar nicht mal ohne. Ein Deflection Elimination ist jetzt zwar nicht umso werfend, obwohl. Das ganze Team hat abgehauen. Wow. Haben sie alle Pipi in die Hose bekommen, obwohl bei dem der Team Composition hätte ich es verstehen können, ja. Denn das war nicht unbedingt die stärkste. Aber hat funktioniert. Okay, 12. das ist 2. und 9. das ist über dem Durchschnitt auch 2. Kann ich mitleben. Und King's Row in der Verteidigung. Okay. Wir hatten jetzt 2 Teile. Nicht nacheinander, aber kurz nacheinander, wo kein King's Row war. Und jetzt kriegen wir halt mal wieder ein bisschen King's Row. Okay, Sniper. Ich hoffe, die Gegner... Obwohl, das Gegnerteam ist einmal komplett durchgewechselt. Nee, Phoenix ist immer noch da. Verdammt. Das heißt also, der Sniper ist vermutlich weiterhin am Start. Und da ist ein bisschen das Problem, glaube ich, gerade am Anfang... Es gibt nicht viele alternative Sniper-Positionen. Ich meine, man muss nicht auf die Anfangsposition sich bewegen. Man muss nicht versuchen, einen vom Spawn raus zu snipen, denke ich. Aber ist natürlich trotzdem so eine Sache. 2 Tanks, 2 Defender. Nee, Genji ist ein Angreifer. 2 Tanks, 1 Support, 1 Angreifer, 2 Verteidiger. Ist vermutlich nicht die beste Composition. Erneut nicht die beste Composition. Okay, dementsprechend kann ich von hier aus was treffen. Könnte ich theoretisch, ja. So, was ich machen werde, ist nice. Das ist, geht sogar in Ordnung. Meine Frage ist, ob Phoenix wieder da oben rumtanzt. Denn ich möchte nicht schon wieder von einem Sniperschuss umgenietet werden. Aber ich denke, die Widowmine dahin zu setzen.
wie sie alle sich dann auch wie immer begrüßen. Da ist niemand, wow. I am surprised. Okay. Cool bleiben. Natürlich werde ich genau dann von einem Sniper ominiert, als ich nicht damit gerechnet habe. Den Schuss, den ersten Schuss auch gar nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass der Dings auf mich geschossen hat. Der Soldier selbst. Wow. Das ist unfein. Ja, aber das ist auch so eine Sache, womit man leider so ein bisschen in dem Spiel rechnen muss. Und ich sag wirklich leider, dass es immer wieder Leute gibt, die sich auf eine Sache spezialisieren werden. Eine Sache gut können und dann hört es damit auf. Okay, Widow Mine darüber. Come on, könnte sich bitte jemand... Mann, oh. Naja, ich kann hier nicht viel machen. Alle sind tot. Vor allem Phoenix hat mich dann alle noch im Laufen, glaube ich, mit einem Sniper-Schuss getroffen. Ohne Probleme. Naja. Aber was will man machen, wenn man dann auf einmal ganz alleine wieder ist? Ich denke, hier ist dann die Party-Composition wieder für den Arsch. Warum McCree in der Verteidigung? Das ist definitiv einer der Charaktere, die man nicht in der Verteidigung spielen sollte. Einer der wenigen, meines Erachtens. Aber es ist einer. Come on. Könnten wir vielleicht... Er wusste, dass ich da bin, also hat den Ultimate 100 Pro. Die haben zwei McCree und gewinnen. Die haben zwei McCree, die haben Sniper und gewinnen. Wie traurig ist denn das? Die sollten nicht gewinnen können. Na gut, einer wechselt auf Winston. Und einer auf Reaper. Das ist ein guter Konter eventuell, ja. Ist aber trotzdem armselig. Mhm. Tja, und dann ist jetzt hier so ein bisschen das Problem, ne? Ja, nicht nur, dass die Waffe alle ist, aber halt. Der hat meinen Sniper-Schuss reflektiert. Wenn ich Genji spiele, kriege ich nichts gebacken. Und dann hast du Leute, die dann halt wirklich das komplette Team mit 23 HP. Oh, goddammit. Das ist dann traurig, dass die zum Teil machen können, was sie wollen. Das. Der war ja nicht mal gut. Der war einfach nur am richtigen Zeitpunkt. Und nicht auf der anderen Seite rausgehen. Ich meine, das haben wir jetzt ganz klar verloren. Da gibt es dann halt schon nichts mehr zu rütteln dazu. Oh Mann, ey. Und das ist das Problem. Man hat dann halt so einen Typen, der wirklich nur eine Klasse spielen kann. Scheinbar. Ich meine, klar, schöner Schuss. Dann könnt ihr mich Sorty nennen, wie ihr wollt. Aber halt... Er wäre halt in einer komplett anderen Situation, wenn er halt nicht machen dürfte, was er wollte. Einfach kaputt gemacht. Ach, da oben. Okay. So, jetzt muss ich hier logischerweise da oben aufpassen, denn... Okay, dann nicht. Das ist so traurig, dass ich das so überhaupt nicht treffe heute. It's high noon.
Achtung. Ah. Meine Güte. Ja, und... Das ist das Problem, wenn du wirklich einen hast, der sich komplett um einen kümmert. Das war nicht mal er. Er ist egal, im Endeffekt, er hat seine Dings angehabt und hat mich dann automatisch irgendwie gesehen gehabt. Für eine Sekunde hat der Auto-Aim gereicht. Weißt du was? Fuck it. Also irgendwie, die komplette Truppe wirkt merkwürdig. Also entweder haben sie hier wirklich Spezialisten, die einfach wissen, wie man nur diese eine Klasse spielt, denn die haben mehrere McCrees, die haben Widowmaker, die machen können, was sie wollen. Irgendwas stimmt hier nicht, weil man hat gesehen gehabt, dass ich die Sache super über dem Ding gesetzt hatte. Ich hatte hier das Schild hier gesetzt gehabt. Über den. Und aus irgendeinem Grund haben die es geschafft gehabt. Naja, macht ihr nur. Meine Güte. Also, deren Team Composition ist einmal ist auch nicht gut, aber sie schaffen es. Wo ist denn der? Ja, der steht kurz vor unserem Türchen, ja. Es tut mir leid, dass ich mich hier wieder so aufrege, aber... Ich mag es nicht, wenn Gegner ganz offensichtlich machen können, was sie wollen. Und keiner sie daran stört. Und da sieht man dann auch ein Team, das gewinnt. Das hat gefühlt die... Vor allem, der hat nicht mal in die Richtung geguckt. Oder? Nice. Hey, excuse you, shitface. Dankeschön. Ich bin kein Fan von Leuten, wo man wirklich das Gefühl hat, die spielen nur eine Klasse. Die so wirklich ein Trick-Pony sind. Deswegen spiele ich auch zum Beispiel keine Fighting-Games, weil ich das stinklangweilig finde, wenn alle nur einen Charakter spielen. Und sonst nichts in dem Spiel passiert. Haben wir einen Heiler? Theoretisch schon. Die pushen mit einem gerade. Oh Mann. Hier, ich sehe den Typen immer mit der Ultimate am Start. Immer. Okay, das war mein erster Eindruck zu Widowmaker. Ich denke, sie ist cool. Wenn man weiß, wie man mit ihr umgeht und nur eine Charakter spielt wie Phoenix, dann kann man mit ihr richtig gut spielen. Aber man braucht meines Erachtens immer Schutz. Deswegen zum Beispiel Kollege, ein Trickpony hier, hat nur funktioniert, weil halt Leute ihr konstant die Visage freigehalten haben. Ja, und dementsprechend... Vor allem, bis auf Razor, der 30 Eliminations hinbekommen hat, war das alles nicht beeindruckend. Zwei Reflection Kills, ja, okay. Aber ich weiß es nicht. Also entweder haben sie Genji Stealth buffed, aber als ich den gespielt habe, war der Rotz. Okay, hier noch der Einblick. Und dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, obwohl ich halt wieder ein bisschen salzig war. Und bis dann.